In Tel Aviv ist ein Polizist nach einem Schusswechsel mit einem 27-jährigen Palästinenser aus dem Westjordanland gestorben. Auch der Palästinenser, der einen Abschiedsbrief bei sich trug, wurde durch Schüsse tödlich verletzt. Der Mann war einer Polizeistreife verdächtig vorgekommen. Als die beiden Sicherheitskräfte den Mann kontrollieren wollten, eröffnete dieser das Feuer und traf einen der Polizisten. Sein Kollege erwiderte das Feuer. Beide Niedergeschossenen erlagen ihren Schusswunden in einem Krankenhaus.